Jo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play The Elder Scrolls Online mit mir im Partizan LP. Es geht hier weiter. Wir müssen zur Rabenwacht. Zu Verandis wieder. Und die ist ziemlich weit weg. Die ist so richtig einfach am Arsch der Welt. Wir aktivieren aber auch noch den Wegschrein, der da irgendwo Richtung Nordwesten ist. Nordwesten habe ich gesagt, oder? So. Genau, da links raus. Gehen wir nochmal da lang. Und reit. Okay, bei dem Tor komme ich nicht raus, wie es so aussieht, oder? Oder steht das irgendwie halb offen? Nein, tut es nicht, oder? Doch, tut es. Praktischerweise. Wunderbar. So, da wartet aber eine Nebenquest anscheinend auf uns. Irgendwo. Gerade hier wurde mir doch noch eine angezeigt, oder? Nun gut, jetzt nicht mehr. So, vielleicht bekommen wir sogar Level 25 mit all diesen Entdeckungen. Pfadfinder der Kluftspitze. So, da ist eine Nebenquest. Die nehmen wir natürlich an. Eine kreischende steinalte Rabenvettel. Zum Leuchtturm. Zum Banditen. Zum Rabenvettel. Warum dreht sich alles? Meine Schuhe? Lass mich nachdenken. Ich spazierte am Strand entlang und suchte nach Schlammkrabben. Da wurde eine Rabenvettel etwas zudringlich. Sie meinte, meine Zehen würden ihr sehr gefallen. Ich verweigerte mich ihr, ich bin ein verheirateter Mann. Danach wird meine Erinnerung ein bisschen verschwommen. Oh nein, mein Streitkolben! Der Streitkolben des dummen Bellos oder so. Der gehört meiner Frau. Sie bringt mich um, wenn ich ihn verloren habe. Könnt ihr den Streitkolben für mich suchen? Vielleicht hat ihn die Rabenvettel. Ich meine mich zu erinnern, wie sie in Richtung unseres Leuchtturms ging. Ich muss hier sitzen bleiben, bis sich nicht mehr alles um mich dreht. Ich bin dem Tode geweiht. Und es fühlt sich an, als ob ein Dutzend Pferde direkt hinter meinem linken Auge den Waldelfentanz aufführen. Okay, dann holen wir deinen lieben Streitkolben. Findet die Rabenvettel. Was ist denn eine Rabenvettel? Das ist eine gute Frage, aber schöner Leuchtturm auf jeden Fall. So, da sucht jemand anderes auch nach der Rabenvettel. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Ich bin im Moment wirklich sehr beschäftigt. Natürlich nicht. Sehe ich für euch wie ein Monster aus? Lasst mich raten. Ihr habt meinen saufköpfigen Mann Parkier getroffen. Ich bin sicher, dass er euch schuldbewusst und verkatert irgendwelche Geschichten erzählt hat. Und wahrscheinlich hat er nicht mal Schuhe an. Er hat den Streitkolben von Dumont Bellon verloren. Schon wieder? Und er hat versucht, einer Rabenvettel die Schuld zu geben? Ich habe ihn letzte Nacht gefunden. Da war er betrunken wie ein nackter Nord und wollte nicht auf mich hören. Er ist weggerannt, fuchtelte herum und schrie dummes Zeug über Schlammkrabben und seine zauberhafte Männlichkeit. Parkier hat sie wahrscheinlich beim Fluss fallen lassen. Es ist nicht sehr weit. Geht einfach in Richtung der Berge. Dann solltet ihr schon über ihn stolpern. Vielleicht findet ihr auch seine Schuhe, wenn ihr da draußen seid. Auf jeden Fall wäre ich dankbar für eure Hilfe. Ja, natürlich machen wir das. So, Richtung Berge. Da hat er uns ein bisschen Bullshit erzählt. Liegt anscheinend aber eh alles ziemlich eng zusammen. Irgendwo in diese Richtung. Eventuell da hinten. So. Da liegt doch schon... Da ist ein Gegner. Was tut denn der hier? Kommt aus dem Wasser gekrabbelt, die Spinne. So, ein bisschen benommen jetzt die Spinne. So,
So, das wäre der Streitkolben mal. Und irgendwo... Wo kommt die denn auf einmal her? Und da liegen die Schuhe. So, und jetzt können wir wieder zurück und den Streitkolben überbringen. Und dann sind hoffentlich wieder alle glücklich und zufrieden und ihr wisst schon. Mein Freund, freut mich euch wiederzusehen. Habt ihr die Rabenvettel ordentlich vermöbelt? Und habt ihr zufällig den Streitkolben meiner Frau gefunden? Sagt mir, dass alles gut ist und wir trinken auf unser Glück. Meiner Frau? Ihr habt die wunderbare Frederik getroffen. Aber was ist mit dieser kratzbürstigen Rabenvettel? Ich bin mir sicher, sie sagte irgendwas darüber, wie belebend Schlammkrabben auf halber Schale sein können. Aber sag mir, habt ihr den Streitkolben gefunden? Ah ja. Ich war gerade dabei, ein paar Schlammkrabben zu zermatschen, als die Banditen kamen. Ich konnte gerade noch mit heiler Männlichkeit entkommen. Nun, danke, dass ihr den Streitkolben von Dumont-Belland gefunden habt. Frederik kann sehr laut und schrill werden, wenn sie mit mir böse ist. Die sehen nicht aus wie meine Schuhe. An meinen waren hier Quasten und da ein Riss. Und mehr Schnallen. Meine Schuhe hatten auf jeden Fall mehr Schnallen. Aber vielen Dank, dass ihr den Streitkolben meiner Frau gefunden habt. Ich wünschte nur, ich hätte dabei sein können, als ihr diese Rabenvettel erledigt habt. Tja, Junge. Da ist ja mein tapferer Krieger. So, schauen wir mal in den Leuchtturm. Vielleicht finden wir da irgendwelche Bücher. Das ist eine Katze. Oh, mit der können wir nichts machen. Warum sind denn da so viele Katzen drin? Da ist versperrt, also wir können da nirgends rauf. Rezepte. Ach, da ist ein Bücherregal. Hat sich aber nichts gebracht, also wieder Richtung Rabenwacht mit uns. Und ich glaube, mit unserer nächsten Entdeckung haben wir Level 25 erreicht. Ich glaube, so komme ich da nicht hin. Ich muss da einfach den Weg zurückreiten. Und das ist jetzt ein langer Weg. Ich will auch dann endlich den neuen Helm tragen, weil die... Überhaupt will ich jetzt noch eine riesigere, bessere Rüstung. Idemus Zuflucht. War ich da nicht schon? Da bin ich doch gerade vorher vorbeigeritten. Warum habe ich das noch nicht entdeckt offiziell? Naja, wurscht. Dann reiten wir wieder weiter auf dem Weg entlang. Rechts und dann auch wieder rechts. Da ist schon wieder eine Nebenquest. So, mein Freund, was hast denn du so? Sie braucht etwas Hoffnung. Ja, was denn? Unser Bauernhof. Alles, was wir besaßen. Es ist alles weg. Ich vermute, ihr könnt eine Geschichte wie unsere überall in Kluftspitze hören. Die Straßen sind einfach nicht mehr sicher. Banditen aus den Ruinen von Orkfinger haben unseren Hof überfallen. Sie haben das Vieh abgeschlachtet und alles geplündert. Wir konnten dem nur entgehen, weil wir uns versteckt haben. Dann sind wir weggelaufen, bis uns der nächste Schicksalsschlag ereilt hat. Marien, sie hat ihre Halskette verloren. Ein Familienerbstück.
Ihr seht wacker aus. Ich muss bei ihr bleiben und sie zurück nach Schornheim bringen. Würdet ihr diesen Banditen nachsetzen und versuchen, ihre Halskette zu finden? Danke, dass ihr euch dieser Sache annehmen wollt, Reisender. Haltet in Schornheim nach uns Ausschau, falls ihr sie findet. Diese Halskette, sie ist schon seit Hunderten von Jahren im Besitz ihrer Familie. Ich glaube, diese Kette hat ihr mehr bedeutet als der Bauernhof. Dann suchen wir die natürlich. So, die sind sicher darauf geflüchtet irgendwo. Oh, wo sind denn die hin? Das will ich machen. Ich bin wo? Ich bin da. Also in diese Richtung geht es lang. Oh Gott, das ist ja auch ein Stück weg. Über den Fluss. Da waren wir, glaube ich, aber auch schon überall mal. Ich hoffe, ich sterbe da nicht. Ja, klar. Findet die Ruinen von Orkfinger. Da vorne sieht es ruinenmäßig aus. So. Genau, so ist es auch. Und dann klettern wir da mal rein und schauen, was da so herumliegt. Ist eine gelbe Mission, sollten also Viecher, Mobs für uns sein. Und dann holen wir uns diese Kette wieder. Und da ist noch eine Quest, wird uns da angezeigt. Ach, das ist der Ausgang. Ich frage mich gerade nur, wo die Gegner sind. Ach, hier. Bams. Die ist schon tot. Ist da schon wer durchgerusht? Ja, der da. Okay. Ihr chillt da. Und hier ist der Sack mit dem Erbeuteten. Ich frage mich, was das für eine Nebenquest hier ist, die mir da angezeigt wird. Ich laufe dem einfach nach. Da ist eine Himmelsscherbe. So, 2 von 3 Scherben gefunden. Wir laufen jetzt trotzdem diesen Gang entlang. Weil ich einfach gespannt bin, was denn dahinter bei auf uns wartet. So, lauter Bücherregale. So, was können wir uns da durchlesen? Bogen. Das. Zerstörungsstab. Ich würde mal gern was für zwei Hände haben. Ja, geil! Oh, wie er alle vernichtet einfach. So, das Gold. Vielleicht was durchlesen. Hat sich aber anscheinend auch nicht ausgezahlt, hier reinzugehen. Der hat ziemlich coole Fähigkeiten, kommt mir so vor.
So, und ich habe jetzt einen Stufenaufstieg auf Level 25. Und jetzt, glaube ich, haben wir arsch viele Skillpunkte. Die setzen wir dann schon noch ein. Was ist... Seht, wo ist denn da die Nebenquest? Da hinten. Bitte, habt Gnade, schlagt mich nicht. Ich gehöre nicht zur Bitterhand. Ich gebe es zu. Nun, ihr habt meine Missus. Sie ist... Okay, ich wollte da nur schauen, weil vielleicht hätte ich da... Sprecht mit... Sprecht mit Valas D, sprecht mit... Okay, was kann ich da machen? Boah, Lebensvergrößerung. Ist das jetzt konstant so? Das wäre ja lustig. Also jetzt habe ich mal einen richtig arschgroßen Lebensbalken. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie lange der hält. Steht etwas von... Also ich sehe da keine passive Fähigkeit. Wäre ganz cool, wenn das konstant so wäre. So viel Leben. Da muss irgendwo ein Hebel sein. So, Axtula, der hat mir da den Weg frei gemacht. Auch zu dieser Nebenquest. Und jetzt hier raus. Und Skillen nicht vergessen, das darf ich ja nicht vergessen. Du, Sodala. Ist es, wohin war das nochmal zum Zurückbringen? Das Erbstück der Dame, hier, da lassen wir uns hin teleportieren, weil ich keinen Bock habe, so weit zu laufen. Urlaub ist was Schönes, Leute. Das kann ich euch sagen. Das kann einfach... Nichts ist besser als Urlaub. Gar nichts. So, die ewige Ladezeit ist jetzt auch vorbei. Hier, Tarn möchte mit euch sprechen. Wer? Zur Magiergilde in Deutschstadt. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Die Magiergilde will auch was von mir. Es ist schön zu wissen, dass ich wieder einige Quests neu habe. Findet Lothson in Schornhelm. Hier ist er. Ich bin nicht sicher, was überraschender ist. Dass wir es nach Schornhelm geschafft haben oder ihr. Habt ihr Mariens Halskette gefunden? Bei Shores Knochen. Ihr habt es geschafft. Vielen Dank, Reisender. Hiermit wird Marien sich wieder vollkommen erholen. Ich weiß es. Dann finde ich vielleicht den Mut, um ihre Hand anzuhalten. So, mein Inventar ist voll. Sorry, Bro. Warte kurz. Was zerstören wir denn? Das da. Dann können wir auch gleich verkaufen gehen, weil wir gerade in der Nähe sind. So, perfekt. Das waren zwar nicht viele EP-Punkte. Aber naja, was soll's. Oh, wo ist hier der Markt? Ah, warte, Seelenstein verwenden würde ich gern. Habe ich überhaupt einen Seelenstein?
Wie kann ich denn sie aufladen hier? So, nochmal. Und nochmal. Sodala. Dann haben wir was zu reparieren. Ich weiß es nicht. Wir können aber die Schmiedestelle jetzt kurz verwenden. Und diese hier veredeln. 4 freie Plätze in meinem Inventar. Du hast doch was zu verkaufen, oder? Ich dachte, ich hätte einen Troll oben. Okay, doch nicht. Wer von euch hat was zu verkaufen? Du? Man braucht viel mehr als einfachen Stoff, um ein geschneidertes Meisterstück anzufertigen. So, ich kann dir was verkaufen. Ein wahrer Schneider braucht, was ich habe. Den behalte ich mir mal. Den verkaufe ich. So, das brauche ich nicht. Gewährt 6 Ausdauerregeneration. Das behalten wir uns mal. Den verkaufe ich. Das auch. Das auch. Das auch. Behalten. Verkaufen. Behalten. Verkaufen. Das behalte ich, verkaufe ich. Das brauche ich auch nicht. Die auch nicht. So. Jetzt wieder an die Schmiedstelle. Dann veredeln wir die mal. So. Nö, aufwerten. Da bräuchte ich Öl. Ja, egal, da haben wir wieder ein bisschen was geskillt. Bald haben wir Level 5 bei Schmieden. So, jetzt ist die Frage. Wohin jetzt? Abstreifung, das Rätsel des Passes. Gilde. Dies noch zu. Der Tarn spricht. Ja, als erster machen wir noch das da. Wir machen immer diese Nebenquests vorher. Oh, ist das teuer hier. Aber egal. Nebenquests vorher machen, dann die Hauptquest. So lautet meine Taktik. Tick-Tack ist meine Taktik. So. Vielleicht da noch was zum Entdecken? Nö. Hüpf hier rüber. Das Abstreifen der Vergangenheit. Wo sind die da geradeaus? Noch weiter weg? Okay, hinterm Gasthof. Da nämlich. Ich verkaufe nichts, mein Freund. Ihr müsst reingehen und mit Sabir reden. Mein Teil dieses Geschäfts ist es, die Gegenstände zu erwerben, die wir verkaufen, und die Beziehungen mit den Partnern zu pflegen. Das wird auch Zeit. Ich habe seit Wochen nichts mehr von dieser glitschigen Echse gehört. Wenn sie nicht zuverlässig für Nachschub sorgen kann, können wir keine Geschäfte mehr miteinander machen. Sagt mir bitte, dass ihr mehr für mich habt als nur irgendeine Ausrede. Ha! Sie steigt aus dem Banditengeschäft aus? Unmöglich. Was will sie denn stattdessen machen? Nach Schornhelm ziehen und ein ehrliches Auskommen finden? Das ist wirklich mutig von ihr. Um euch die Wahrheit zu sagen, habe ich davon auch schon oft geträumt. Ich dachte immer, wenn ich es jemals wirklich tue, dann spüren sie und die anderen Bitterhand-Banditen mir nach und bringen mich um. Ich hatte Angst. Ich weiß es nicht. Wo soll ich denn hingehen? Was soll ich denn mit mir anfangen? Vielleicht könnte ich den Neuanfang zusammen mit Tebaja wagen. Ja. Richtet ihr aus, dass sie die Augen nach mir offen halten soll.
Ich werde das alles noch einmal gründlich überdenken müssen, aber es klingt immer mehr nach einer guten Idee. Okay. Wo ist sie denn? Diese Echse? Ja, wieder irgendwo am Arsch der Welt einfach. Aber wir reisen mit dem Wegschrein dorthin, weil 300 Gold, das haben wir auch nicht immer mit. Wie viel Gold haben wir denn insgesamt? 15.000. Da ist das schon ein ordentlicher Batzen davon. So. Wo ist sie? Ah, da ist sie, okay. Und dann dürfte diese Quest auch schön erledigt sein. In welchem Gebäude wartet sie? Irgendwo unten rechts. Oh, heilige Scheiße. Oh, heilige Scheiße. Zweimal runtergefallen und alles überlebt. So läuft das Leben. Und wo ist sie da drinnen? Hallo. In einem Kloster oder wie? In der Kapelle? Da ist sie. Freut mich, euch wiederzusehen, mein großzügiger Freund. Ich bin hergekommen, um zu Mara um Vergebung für meine Vergangenheit zu beten. Und es war, als ob die Wolken sich teilten und die Sonne auf meine Seele schien. Ich habe mich entschieden zu bleiben und mein Leben Mara zu widmen. Es ist ein besseres Leben. Meinte sie das? Das ist lustig, aber ich denke nicht, dass sie das auch durchzieht. Bösartige Leute träumen oft von Vergebung, doch sie weichen nur selten von ihren ausgetretenen Pfaden ab. Welchen Pfad sie auch beschreiten mag, ich bin dankbar, dass sie sich nicht in meinen einmischen will. Und dafür habe ich wiederum euch zu danken. Ihr habt das Unkraut gejätet, damit ich neu wurzeln und gedeihen kann. Eines Tages kann ich hoffentlich dasselbe für einen anderen tun und den Zyklus wiederholen. Ja, das hoffe ich auch für dich. Wir sehen uns hier das nächste Mal wieder. Ich sag wie immer danke fürs Zusehen. Euer Patzian LP. Tschü Leute.